Willkommen, ihr Lieben, zu einer letzten Folge Let's Play Clash of Clans dieses Jahr 2020 mit mir, dem Thorsten. Ja, ich habe jetzt das letzte Mal dieses Jahr die F9-Taste benutzt. Die F9-Taste ist bei mir die Taste zum Starten und Stoppen der Aufnahme. Nur mal so als Randinformation, aber wir machen natürlich 2021 weiter hier mit Clash of Clans und haben ja das Jahr dann doch noch irgendwie gut ausgehen lassen, zumindest was das Game angeht. Und aber das Jahr fing ja dann doch schon ein bisschen komisch an. Wenn ich das Jahr jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, weiß ich noch, wie heftig wir 2019 gefeiert haben, hier in den Silvester rein. Ich muss mal eben diese Truppe hier so nebenbei spielen und dann fing das Jahr auch heftig an. Beziehungsweise es kam ja noch Rathaus 13 Ende 2019. Und ja, ab da ging es eigentlich teil oder stark bergab, so muss man es ja schon fast sagen. Stark bergab und oder steil bergab, ja. Ich weiß noch, also es gibt gewisse Situationen, an die erinnert man sich immer. Wie zum Beispiel, dass mir meine Community ein iPad geschenkt hat zum Geburtstag, sehr, sehr lieb. Und an diesen Tag erinnert man sich aber eigentlich nochmal, denn dort haben wir es damals belächelt, dass in Wuhan ein Zeltlager aufgebaut wurde, Leute. Damals haben wir es wirklich belächelt. Und was natürlich nicht jetzt unbedingt lächerlich war, denn kurz danach hat es uns ja auch erwischt. Also die Pandemie hat uns das ganze Jahr irgendwo begleitet. So, ich glaube, wir können jetzt mal hier die ganzen reinziehen hier. Und naja, was willst du machen? Ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht aus dem Jahr und machen jetzt erstmal so weiter. Ich weiß nicht, wie es euch so ergeht, ob ihr das so in Ordnung findet oder ja, da muss man jetzt irgendwie durch. Oh, den muss ich nochmal giften da. Geht ja gar nicht. Und ich könnte allerdings auch nochmal eben mal meine Loons hier ziehen. Dann kommen die hier auch noch raus. Okay, ja, und wir hatten jetzt ein schweres Jahr mit wenig Urlaub oder mit teilweise Einschränkungen zu Anfang des Jahres, mit dem ersten Lockdown, danach dann der vermeintliche Sommer und Herbst, und dann ging es ja steil bergab, muss man sagen. Jetzt befinden wir uns wieder im Lockdown, sogar mit Ausgangsbeschränkungen, das heißt also, ab 9 Uhr werden hier die Bürgersteige hochgeklappt. Also so weit ist es gekommen. Wir haben noch keine ganztägige Ausgangssperre. Aber das kann natürlich noch auf uns zukommen. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, auch was so impfstoffmäßig angeht und wie das halt so auf uns zukommt. Ihr wisst schon genau, was ich meine. Also es war, glaube ich, ein schweres Jahr für so ziemlich alle. Für viele war es ein ganz, ganz trauriges Jahr, die vielleicht auch Angehörige verloren haben aufgrund der Pandemie. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Und vor allen Dingen jetzt auch im letzten Quartal, muss ich sagen, hat es auch mein Umfeld ganz schön erwischt, was Krankheiten angeht im Verwandten- und Bekanntenkreis, Freundeskreis, Arbeitskollegenkreis und so weiter. Also das ist... Man darf das, glaube ich, nicht mehr wegdenken oder so im Moment. Es ist da, es ist real. Und wir wollen mal gucken, wie das 2021 weitergeht. Kanalmäßig übrigens kann ich euch auch mal auf dem Laufenden halten. Hat sich bei mir nicht so ultra viel verändert. Ich hatte letztes Jahr eher schon schlechtere Aufrufe, Ende 2019. Und das hat sich auch so über das ganze Jahr eigentlich so hingetan, würde ich sagen. Das ist jetzt so abonnentenmäßig Plus und Minus. Ihr seht ja immer nur die vollen Zahlen. Ich schwebe im Moment um die 14.650, glaube ich, so circa. Mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Ist immer so ein bisschen je nach Thema, denke ich mal. Und so mache ich auf jeden Fall weiter. Also wir spielen den ganz normalen Turn-Up. Wir warten auf Rathaus 14 womöglich. Dann gucken wir mal, was das Jahr 2021 vor allen Dingen für YouTube und auch für Twitch für mich bedeutet. Twitch ist in Ordnung. Das streamen wir ja, ich will nicht sagen relativ häufig, aber wir machen da das, was halt zeitmäßig vor allen Dingen auch geht. Meistens ja in den Abendstunden. Nette Streams mit euch. Also auch da danke ich natürlich der Community, die mich hier die ganze Zeit begleitet.
durch jegliche Höhen und Tiefen. Wir wollen den gleich angreifen. Ihr seht, der ist schon mal von mir gefleckt. Und die Höhe nehmen wir natürlich heute noch. Ich glaube, einige Angriffe haben wir gestern schon gesehen im Livestream, weil wir hier live reingegangen sind. Rathaus 10 auf Rathaus 11 ohne Adler. Naja, ich lasse euch den Angriff einfach so im Hintergrund, während ich so ein bisschen mit euch schnagge. Ja, so wird sich das Ganze, ja, letztendlich hat sich mein Jahr gar nicht so hart verändert. Ich meine, klar, diese massive Homeoffice-Geschichte, ich will jetzt nicht sagen, das setzt mir zu, aber es fehlt einem ja doch schon so ein bisschen so die Nähe zu Freunden und auch zu Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen. Das ist schon ein bisschen befremdend, muss man sagen, ist schon ein bisschen befremdend. Und deswegen war ich jetzt vor allen Dingen in der letzten Woche noch zweimal im Büro, um da nochmal, ich meine, da ist nichts los, ne, muss man auch ganz klar sagen, da ist nichts los. Da sind so 1, 2, 3 Leute und dann war es das. Aber so ein bisschen nochmal so Büroluft schnuppern und so ganz in Ruhe dort seine Sachen verarbeiten, das geht schon ganz gut. Würde ich so sehen. So, was hat der Zippi gemacht? Ein bisschen mit Blitz. Immer noch in aller Munde, man braucht jetzt allerdings ein bisschen mehr. Nur hatte der Kollege hier, glaube ich, denn noch kleinere Luftabwehren. Ist ein Elfer ohne Adler, also so ein Startelfer, würde ich sagen. Da kann man noch mit dem Zehner ganz gut rüber. Hat er ja auch ganz gut gemacht, würde ich sagen. Zu allen anderen Sachen habe ich mich oder äußere ich mich gerne in den Livestreams, also was so ein bisschen Politik angeht oder auch so ganz, ganz andere Sachen. Was im Moment spannende Themen sind, aber tatsächlich muss man leider sagen, hat dieses eine Thema dieses Jahr bestimmt und überwiegt. Und von so einem halben Abend, sage ich mal, redet man denn doch sehr, sehr häufig, fast 50%, nur über das eine. Ja? Und jeder muss halt das Beste aus der Situation rausschöpfen. Jetzt heute am Silvestertag passierte ja auch nicht so viel. Wir haben Ausgangsbeschränkungen ab 1 Uhr bis morgens 6 Uhr, also um 23 Uhr auf eine Party fahren und morgens um 6 Uhr dann nach Hause. Das darf man. Ja, das darf man. Aber dazwischen darf man halt nicht nach Hause stolpern. Und das ist auch so ein normales, ja, ich will nicht sagen, so ein fast normales Silvester, aber so großartig anders haben wir es eigentlich nie gehalten. Ich meine, wir waren in den letzten Jahren nie so wirklich weg. Lag natürlich auch daran, dass unsere Kinder jetzt erst groß sind. Also auch die werden ja so ein bisschen so kleine Erwachsene. Und da hat man sich meistens hier aufgehalten. Das werden wir heute auch tun. Ganz, ganz chillig. Bisschen was essen, bisschen was trinken, bisschen was spielen. Und so Fernseh gucken. Silvester, ja, ich weiß nicht, Weihnachten und Silvester kommen ja immer so Horrorgeschichten. Ich weiß gar nicht, was das Fernsehen immer geritten hat, dass die ausgerechnet Weihnachten und Silvester oder halt auch zwischen den Tagen so viele Horrorfilme zeigen. So Horror ist das doch gar nicht. Will ich mal so sagen. Okay, dann feiern wir hier heute noch das Ende. Also letzter CK-Angriff. Damit beende ich dann auch das Jahr und auch dieses Video. Für euch und mit euch. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Jahr auch wieder stabil dabei. Wenn wir ein wenig clashen, so ab und zu haben wir ja in den Streams tatsächlich ganz kurz mal abgewichen. Auch mal eine Runde Among Us gespielt vor einer Woche. Ich glaube, League of Legends Wild Rift, das spiele ich mal. Ja, ich meine, ich spiele auch Brawl Stars. Das sind ja auch immer Fragen, die da so kommen. Oh weh, sorry Leute, ich musste gerade ganz hart abniesen. Deswegen muss ich euch gerade so einen Hammer-Cut hier reinhauen. Aber ich habe die Aufnahme, also unten auch das Replay, einfach angehalten. Jo. Okay, so. Dann machen wir mal so ganz, ganz locker weiter, würde ich sagen. Ich werde jetzt gleich mal meinen King gammen. Und dann machen wir hier den letzten Angriff des Jahres. Bevor es denn so ein bisschen in die Feierei geht. Ich bin allerdings noch ein bisschen am Arbeiten. Bis 18 Uhr habe ich noch so einen Dienst, wo ich etwas beobachten muss. Und wenn sich da was tut, was ich nicht wirklich glaube, dann muss ich heute noch tatsächlich ran. Das habe ich mir aber alles selber zuzuschreiben. Was in den letzten Tagen war, ich musste ja auch einen Stream unterbrechen, aufgrund meiner Bereitschaft, die ich hatte. Und auch das war, glaube ich, einmalig. Ich habe es immer irgendwann erwartet, dass wenn ich im Stream sitze, irgendwie was geht und ich muss dann den Stream beenden, weil ich dann irgendetwas tun muss, telefonieren muss etc.
was natürlich sehr, sehr schade ist, aber was willst du machen? Irgendwann kommt's denn mal. So, ich gucke mal gerade, dass ich mir mal eben ein paar Truppen gebe. Ich müsste eigentlich mit Avatar hier sein. Glaube ich zumindest. Ich lade ihn mal eben auf dem Handy hier. Und der hockt hier seit gestern drin. Oh, der wird gerade... Also ist witzig, ne? Der wird gerade angegriffen. Ja, super. Der Avatar wird gerade angegriffen. Tolle Wurst. Das kann man jetzt... Ach nee, das ist Thorsten, sehe ich gerade hier. Ach, das ist auf meinem Thorsten-Account. Okay. Der ist übrigens fertig. Also ich muss noch eine Mauer machen, tatsächlich. Und auf dem beende ich jetzt gleich auch die Videofolge hier. Denn der ist durch, also pünktlich zum Jahresende. Gut, nach einem Jahr haben wir das auch das letzte Update geschafft mit meinem Rathaus 13. Und, das hat er sich aber schwer getan, sehe ich jetzt gerade. Da ist er nicht wirklich an mein Rathaus gekommen. Okay, ein Stern, 60%, 63%. Oh, geht da doch noch was? Jetzt lockt er noch meine Clanburg raus. Ich hoffe, die behalte ich jetzt noch, meine Clanburg. Oder macht er mir die Truppen kaputt? Ah, nee, das schafft er nicht mehr. Das schafft er nicht mehr, alles klar. Dann kann ich jetzt nach Hause. Entschuldigt, Leute. Aber wir springen gleich auf den Account auch drauf. Mit dem beende ich das Ganze hier. So, weil mit dem hat das Ganze ja... Ich glaube, mit dem hat das angefangen, oder? Ich glaube, mit dem hat das angefangen. So, wir brauchen ein paar Loons und einen Giftzauber. Da haben wir es. Einen Gift. Und ein paar Loons eben mal nachgemacht. So sieht das übrigens auch in den Livestreams immer aus. Wenn wir etwas machen. So, den wecken wir mal eben auf. Und dann greifen wir mal an. Alles klar. Den wollten wir angreifen. Der ist nicht so stark. Ja, sage ich ja immer. Ich sage ja immer, der ist nicht so stark. Aber am Ende ist er dann doch ganz, ganz, ganz schön stark. Und wir gucken mal, was wir so machen können mit dieser Truppe hier. Dann gehen wir hier hinten mal rein. Ich habe jetzt immer ein, zwei Magier mehr mit. Es kann ja nicht schaden. Und ich habe nur noch 10 bzw. 11 Loons. 11 Loons mit dabei. Der Bogenschützenturm muss jetzt erstmal ein bisschen schießen. Das macht er da auch. Okay. Dann kann ich hier vielleicht dann schon mal reingehen. In das Ding hier. Oh, Mist, da die Kanone geht nicht down. Okay. Die Kanone geht da nicht down. Jetzt ist aber down. Wunderbar. Und meine Queen ist in der Mitte. Ist in der Mitte. Die sollen da hingehen. Die Mauerbrecher, das machen die auch. Aber die kommen da nicht durch. Okay. Aber ich habe die Clanburg schon mal gelockt. Das ist nicht schlecht. Ich habe die Clanburg schon mal gelockt. Das ist ganz gut. Und dann können wir hier noch einen zweiten Wut mit drauf werfen. Und damit die nachher nicht ganz so viel zu tun haben, nehmen wir mal hier den King. Den King mit rein. Ich muss auf jeden Fall die gegnerische Queen noch schaffen und vielleicht noch eine Luftabwehr. Also noch den dritten hier drauf. Jetzt bin ich an der Queen und bin auch an der Luftabwehr. Perfekt. Dann kann ich auch hier jetzt meine Loons losschicken. Einmal da, einmal da. Und die nehmen wir hier mit rein. Und den nächsten Hund hauen wir auch da drauf, denn das muss jetzt ein bisschen, das muss ein bisschen fixer gehen, habe ich gesagt. Das muss jetzt gerade mal ein bisschen fixer gehen. So, 1, 2, 3, 4. Ich kämpfe schon wieder gegen den Feger hier, ne? Der Toto kämpft immer gegen Feger. So, clean up da. Haben wir hier unten eine Bauhütte? Ne, haben wir nicht. Wunderbar. Dann können wir hier mit Magier schon mal clean upen. Einmal da noch, einmal da noch. Oh, was sind da viele? Was sind da viele? Viele von den Skeletten gerade gewesen. Aber das haben wir ganz gut gemacht. Also schließen wir das ja hier noch mit dem 3-Sterne ab. Perfekt. Sehr krass. Sehr schön. Und mir guckt sogar jemand zu, wie ich mal nicht 99 mache und ein Zeitfeld hinlege, sondern wie wir doch nochmal 3 Sterne hier machen. Und ich hatte ja gesagt, wir werden auf dem 13er das Ganze beenden hier. Und dann wechsle ich jetzt mal eben auf den Rathaus 13 Account. So, das ging jetzt fürchterlich schnell. Da hat er mich eben nochmal angegriffen, aber wir sind hier durch, Leute. Hat er nichts geholt, habe ich ja gesagt. Und wir sind hier soweit durch und ich bin eigentlich auch durch. Ich habe jetzt noch eine Mauer zu machen, Leute. Das kriege ich irgendwie hin.
Und dann ist das Update hier für mich auch Geschichte. Also pünktlich nach einem Jahr, ich glaube so knapp 2019, Ende 2019 kam ja Rathaus 13 und dementsprechend sind wir jetzt nach einem Jahr, ist das so der Stand der Dinge. Ich glaube, das, was so geht. Ich möchte euch daran erinnern, dass ihr euch den Pass heute noch abholt, denn der läuft in 20 Stunden aus. Also wenn ihr wahrscheinlich guckt, in, weiß ich nicht, 18, 17 Stunden oder so. Also dass ihr eure Rewards hier mitnehmt. Ich habe noch zwei Tränke hier, allerdings booste ich gleich noch ein bisschen. Wir sind noch aktuell im Clankrieg und die Clan-Spiel-Results, die werde ich mir auch abholen. Allerdings, mal gucken, ich habe ja immer so Hoffnung, ne, dass noch irgendein kleines Update oder sowas kommt, dass man das dann doch noch irgendwie ein bisschen besser einsetzen kann, als nur die Gems dafür zu nehmen. Freunde, ich hoffe, das Jahr hat euch mit mir gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und die Glocke stellen, hier auf YouTube und auch auf Twitch TV. Und dann gibt es eigentlich von meiner Seite nicht mehr viel zu sagen hier. Also wenn wir über gewisse Themen quatschen, dann machen wir das am einfachsten im Livestream. Dort stehe ich immer Rede und Antwort. Und dort sollen wir auch weiterhin Spaß haben. Ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr rein. Vermutlich etwas ruhiger als die letzten Jahre. Aber trotzdem hoffe ich, dass ihr gut reinkommt, dass ihr einen coolen Jahresstart habt und wir uns in jedem Fall wiedersehen. Also guten Rutsch ins neue Jahr, sagt man ja so ganz, ganz klassisch. Und dann würde ich sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.